So, hier geht es jetzt um die Molmasse der Teilchen. Man muss aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit der Masse von einzelnen Teilchen. Bei der Molmasse handelt es sich eher um eine Stoffeigenschaft. Das heißt, ein bestimmter Stoff hat eine bestimmte Molmasse. Übrigens ist auf Chemikalienflaschen das auch immer eingetragen. Nochmal wichtig zur Erinnerung, ich verwende für die Molmasse ja den Buchstaben Groß M und ich habe die Einheit Gramm pro Mol für die Molmasse. Übrigens, wenn ich Zahlenangaben habe, dann lasse ich diese Klammer weg. Das ist eine Schreibweise, einfach wenn ich das Symbol angebe, dass ich dann die Einheit dazu angebe. Ich habe ja keine Zahl, sodass ich quasi ein Beispiel habe, wo ich das dazu schreibe. Wie bei den Massen von einzelnen Teilchen solltet ihr euch auch hier immer aufschreiben, um was für eine Art von Teilchen handelt es sich. Das funktioniert ja ziemlich genauso. So habe ich zum Beispiel hier also die Molmasse von Wasser, H2O, die bestimmt werden soll. Also, es soll bestimmt werden, Groß M von H2O. Und wie geht das nochmal? Ich möchte noch auch mal auf den Übersichtszettel verweisen, wo das nämlich auch steht. Ich glaube, hier habe ich es. Also, hier haben wir ja auch die Angabe der Molmasse mit der Einheit. Und hier steht auch noch mal eine Anleitung, wie es sich berechnen lässt. Und zwar lässt sich aus den Atommassen bestimmen, wobei die Molmasse von einer bestimmten Atomsorte immer die Masse von einem Atom entspricht mit der Einheit von Gramm. Bisschen erweitert, wenn ich eben ein bestimmtes Molekül habe, dann nehme ich die Masse von einem Molekül, berechne die also und setze hinten dran stattdessen die Einheit Gramm pro Mol. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler drauf, das müsste ich korrigieren. Also mit der Einheit Gramm pro Mol hinten dran. Also ganz einfach wie vorher, als ob ich ein Teilchen der entsprechenden Sorte habe, berechne davon die Masse und nehme dann die Einheit Gramm pro Mol, wie es hier ja auch gegeben ist. So, das heißt, H2O mache ich also ganz einfach diese Rechnung. Wie viel wiegt ein Wasserstoffatom, das ist nämlich ein U, davon habe ich zwei Stück und die Masse von einem Sauerstoffatom 16 U. Ne, machen wir mal anders. Ich lasse die Einheiten hier weg. So. Und setze das Ganze in Klammer. Das heißt, ich müsste quasi erst das berechnen und das bekommt dann die Einheit Gramm pro Mol. Sonst müsste ich das jeweils überall an jedem Summanden dran schreiben. Ja, und das gibt dann eben in der Klammer zuerst gerechnet 18 Gramm pro Mol. Bei den anderen Sachen funktioniert das ja ganz genauso. Ich habe hier in diesem Beispiel eine kleine Falle eingebaut, nämlich man sieht ja hier 2H2S. Das heißt, ich habe ja zwei Schwefelwasserstoffmoleküle hier eingezeichnet. Allerdings, die Molmasse ist, wie ich schon sagte, eine Stoffeigenschaft. Das hat nicht damit zu tun, wie viele Sorten eines Teilchen es gibt oder wie viele Sorten eines Teilchen ich habe, sondern es geht um das Teilchen an sich. Das heißt, auch hier muss ich einfach nur berechnen, was ist die Molmasse von H2S, egal wie viel da oben angegeben ist. Und das funktioniert genauso wie hier. So, als letztes Beispiel möchte ich noch mal kurz auf das hier oben eingehen, weil das ein bisschen kompliziertere Formel ist. Im Prinzip funktioniert es wie bei den anderen. Nur für die Schreibweise würde ich oder fürs Berechnen dann würde ich es nicht einzeln machen, sondern halt in einem schreiben. Und zwar
die Masse, also die Molmasse von CaHSO4 zweimal. So, wie vorher, ich setze die Rechnung für die Masse von so einem Teilchen in Klammern und schreibe dann hinten dran Gramm pro Mol. So, dazu brauche ich erstmal, ich habe ein Calciumatom, Masse 40,1. 40,1, das kommt einmal vor. Dann plus. Und jetzt habe ich eine größere Gruppe. Die kommt doppelt vor, diese Gruppe, und deshalb schreibe ich sie auch in Klammern. Und zwar H, das hat eine Masse von 1 U, also schreibe ich hier 1 hin. Schwefel hat eine Masse von 32,1 U, also 32,1. Und dann 4 Sauerstoff, also 16. 16 U wiegt ein Sauerstoffatom mal 4. Und das Ganze, oh, natürlich falsch geschrieben, wollte ich mal 2 schreiben, weil es eben zwei von diesen zusammenhängenden Teilchen gibt. So, und das Ganze, wenn ich das ausgerechnet habe, kriegt dann die Einheit Gramm pro Mol. So. Okay, von den Rechnungen ist es ja ansonsten hier genau das Gleiche. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auf so einen kleinen Fehler, der öfters mal auftaucht. Und zwar denken ja bei der Berechnung der Molmasse einige daran, dass sie sagen, okay, ein Mol, brechen wir es mal hier ab, entspricht ja 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das heißt, wenn ich die Molmasse berechne, Molmasse, muss ich ja nur quasi 6 mal 10 hoch 23 Teilchen nehmen. Im Prinzip ist das richtig. Allerdings ist eben ganz wichtig, dass ich bei der Molmasse eine spezielle Einheit habe, nämlich dieses Gramm pro Mol. Wenn ich das so mache, oder wenn ich dieses hier mache, wenn ich die Masse von 6 mal 10 hoch 23 Teilchen berechne, bekomme ich, gut, umgerechnet kann man das dann machen, natürlich erstmal ein Teilchen hat eine Masse in U und 6 mal 10 hoch 23 Teilchen wäre dann Gramm. Das wäre falsch. Ich hätte hier also die Einheit Gramm, wenn ich das so machen würde. Deshalb ist das hier nicht richtig. Also, man muss bedenken, die Zahl ist die bei dieser Rechnung hier rauskommende. Allerdings, und das ist ganz wichtig, habe ich bei der Molmasse die Einheit Gramm pro Mol. Warum ist es so wichtig? Es ist einfach deshalb wichtig, weil die Formeln, die ich zum Beispiel hier habe, wo sind sie denn hier? Die benutzen die Einheit der Molmasse. Die brauche ich einfach, weil wenn ich bei der Molmasse eine andere Einheit verwende, dann kommt nicht das raus, was ich brauche. Nur mal so als Beispiel: Molmasse ist ja, oder die Molarmasse ist hier Masse durch Stoffmenge. Das heißt, ich habe hier eben Masse in Gramm und hier durch Stoffmenge Mol. Und dann muss eben auch das hier die entsprechenden Einheiten Gramm pro Mol haben. Wenn ich das eben nicht mache, wäre das eine unterschiedliche Einheit. Also wichtig, Molmasse immer Gramm pro Mol als Einheit verwenden. Die Berechnung ist so, wie die meisten es ja auch richtig machen. Man kann sich allerdings das mit diesen 6 mal 10 hoch 23 Teilchen ersparen. Zum Verständnis ist es okay, aber wichtiger ist einfach diese Überlegung. Ich berechne einfach, wie viel wiegt ein Teilchen. Masse von einem Teilchen
Und weil es die Molmasse ist, muss ich die Einheit Gramm pro Mol verwenden. Geht eigentlich nicht schwerer als die Berechnung von einzelnen Teilchen.